Okay, so, jetzt sind wir aber da. Das ist Assi, das Game übelst schwer. Meine Butzels, herzlich willkommen bei Project 13. Es ist ein Spiel wie Exit 8, das in der U-Bahn, oder Station 5. Und jetzt gibt's Project 13. Es ist mit Horror. Es hat Horror-Aspekt. Es ist so gut, Romeo, da haben wir noch. Also, ich brauche eure Hirn. Das Spiel ist, wir sind in einer Irrenanstalt. Und in dieser Irrenanstalt sind Anomalien. Ich werde es euch gleich zeigen. Genau, wir müssen sich Sachen merken, Bettini. Du bist dran, Sachen merken, Bettini. Wir gehen mal rein. Wir schauen mal, das ist, wie gesagt, ein neues Game. Wie spät ist es? Ist ja erst 10:15 eigentlich. Wir sind schneller, als ich erwartet habe mit allen Sachen. Warte ganz kurz. Moment. Okay, was habe ich denn für einen Anzug an? Mal kurz. Was habe ich denn für einen Anzug an? Und warum? Wir sind für dich da. Lauf, help. BSG. Playone, aber wenn du es weißt, und was ist, noch nicht sagen. Weil bei dem Spiel geht es darum, das ein bisschen so rauszufinden. Aber wenn du was siehst, dann ist geil. Aber. Hallo! Lass uns erstmal ein Eis essen gehen! Wo bin ich hier gelandet? Ja, bunte Mischung auch schon da. Bunte Mischung. Hey, man trifft sich aber auch an den Wildersten, mal eine bunte Mischung. Ah, nein. Ja, kenne ich, alter Kollege, na klar. Hey. Ja, wirklich, ja. Lass dir gut gehen, lass dein Fußball machen, die haben super Fußball hier. Ah, die Welt ist eben klein. So ist es. Die hat einen kleinen Wellensittich. Oh je, Chat, ich glaube, denen geht es allen nicht so gut, die was hier sehen, ne? Ich glaube, es ist ein bisschen so, ne? Aber. Hier unsere die Mariko. Na, die Mariko kümmert sich um allen. Elder care for the best years of your loved ones, ne? Altenpflege. Ah, haltet jetzt ja die Schnauze, Chat. Ob ich jetzt auch schon so einen Kurs von hier habe, ja? Vorsichtig, ne? Also nicht jetzt mit der Altenpflege oder so kommen, sonst komme ich gleich vorbei mit dem Chiu-Chiu-Kick. Oh. Altenpflege für die besten Jahre für deine Lieben. Ah, okay, gut. Also ein Wellensittich soll nicht so klingen. Der hat blablabla hat er gemacht. Kann ich da nicht rein? Okay. Ey, die sind ja alle nicht mehr so frisch, habe ich das Gefühl, ne? Okay. Ich glaube, der erste Run ist der Test. Du. Diät Soda, 0 Kalorien. Ah, Chat, wer von euch trinkt immer Diät Soda? Oder wer trinkt Holy? Nee. Also, aber ich mag diese ganzen Diät-Sachen nicht. Die schmecken immer so künstlich nach Aspartam, habe ich das Gefühl. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht, oh nein. Ne? Ey, Kalisi, ja, ich hab wirklich auch, glaube ich, alle meine Zuckergetränke habe ich keine mehr. Ich trinke nur noch Holy. Also, klingt super dumm, aber jedes Mal, wenn Gäste kommen, biete ich denen auch Holy an. So, super nice immer.
trinke keinerlei Süßgetränke. Ja, wir schauen wir mal den Allergoblock. Oh, das ist ein Anti-Allergie-Bär. Block Allergies, enjoy the summer. Block in Allergien, genießt den Sommer. Was ist Holy? Empty Jacket, Holy ist, ist mein Sponsor. Es ist im Prinzip so wie so Pulver in so einer Tube. Und dann gibst du dir einen Scoop und gibst dir einen halben Liter Wasser. Und dann schüttelst du das. Und das ist, es gibt, die gibt es als Energy, also Energy Drink, wenn du so was magst, ne? Die gibt es aber auch als Eistee. Also ohne, die haben keinen Zucker und gibt es halt als Eistee. Und das halt, wenn du sagen wir so, trinkst viel Zucker, Getränke, ist halt ganz geil. Und ja, und das ist kein Koffein. Das ist einfach nur so Geschmack mit Wasser. Und sehr geil, kann ich dir empfehlen. Mit Putzi 5 sparst du 5 Euro, mit Putzi 10%. Also, und viele Leute kaufen immer so Probier. Ich würde die Probierpackung vom Eistee empfehlen. So. Nimm nicht immer Koffein. Nee, es gibt welche mit Koffein und es gibt welche ohne Koffein. Das ist das Ding. Viele kaufen es immer mit Koffein, aber das ist ohne Koffein. Aber das steht eh oben. Die Energy sind mit Koffein und es gibt noch Hydration und die sind mit Elektrolyten. Also es gibt so Energy, Geschmack und Energy. Hydration mit Elektrolyten. Also, die sind nicht, wie gesagt, ich trinke, die Noah trinkt das auch nur noch. Probiert es gerne aus, das ist wirklich geil. Und viele meiner Leute, Zuschauer, bestellen die ganze Zeit, weil die halt auch sehr geil finden. Ich finde es auch super. Ach so, und jetzt, wenn ich da jetzt ziehe? Ah, dann habe ich eine Anomalie gesagt. Ah, und dann gehe ich wieder durch und fängt wieder alles von Anfang an. Ah, trinke einen Holy Apfel. Schmeckt wirklich ein bisschen wie Krümeltee, ja? Gerade ist du nix, ey. Kevin, lass es schmecken. Sag mal gerne Bescheid, was da. Mein persönlicher Favorite ist Acai-Hibiskus. Für die Leute, die Interesse daran haben. War richtig, aber ich weiß ja noch gar nicht, was die. Hä, war das Bild schon immer da? Das Probierpaket auch mega gut, ey. Freut mich. Ist wirklich super. Die Tigerkili zum Beispiel, die ist Mitarbeiterin bei Holy. Wenn ihr Fragen habt oder so, die beantworte ich gerne. Wenn ihr sagt, ah, was sind das für, was ist das für, ich habe eine Allergie, fragt sie gerne die Tigerkili, die ist Mitarbeiterin sogar. Alles klar, alle Pakete zu Putzi und machen halt 10 Tonnen. Nee, MD Check, ich krieg die, ich krieg die. Hey, da war doch die Tür offen vorhin und da war doch der komische Dude, oder? Der rote Mann ist weg. Strong Immune System with Metaload. Starkes Immune System with Metaload. Tür offen. Für unterwegs im Auto mache ich das gut. Absolut, Kevin, super. Für die Arbeit auch. Weil jeder kennt in der Arbeit so die Automaten, wo so ein Cola drin ist. Und ein Cola kostet auch. Was kostet ein Cola aus einer Automaten aktuell? Früher hat es 1 Euro gekostet. Aber so ein halber Liter Holy ist, glaube ich, 80 Cent oder so. 2,50? Was? Cola aus dem Markt kostet 3 Euro mittlerweile? Das hat früher 1 Euro gekostet. Holy hell. What? Das hat früher 1 Euro gekostet. Das ist genauso wie Eistee. 80 Cent bei uns in Arbeit. Ja, okay, das ist günstig. Hey, das Licht war aber vorher auch aus. Zigaretten kosten auch nicht mehr 2,50 Mark. Ja, schon. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Kohle so teuer geworden ist. Okay. Ich nehme den Holy mittlerweile immer mit auf die Arbeit. Ah, ja, mach ich auch. Also, die Noah auch. Wenn die Noah Arbeit hat, macht sie es auch. Kann mal 4,50 für ein Glas bezahlt. War die Omi eben auch schon da? Ich glaube, ich muss wieder Hebel ziehen. Also, wenn sich was ändert, Anomalie, dann durchgehen. Okay, dann war alles, wie es sein sollte. Aber ist der Gang, ist der, warte mal, ich mach ganz kurz diesen Helm-Effekt aus. Ja, ist schöner. Hä? Nee, Zigdim, du kannst einfach hier im Chat einfach so fragen. Wenn du Fragen hast, frag gerne hier, kannst du mir auch fragen. So ist besser, oder? Ja, genau, Aki, das meine ich auch, man hat keinen Startrun, ne? Da liegt der Dude, Station 18. Ich kann halt noch nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Genau, die Gesichtstür war zu. Also die Tür muss zu sein. Genau, der rote Typ im roten war die Anomalie Berlin Convenience, genau. Ich glaube mal.
Ja, ich beobachte sie, ne? Moselana, danke für 27 Monate. Vielen lieben Dank. Wird der alte Mann immer nackter. Der hat schon wieder in die Tagesschau-Kommentare geschaut. Ich weiß es doch. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das ist der Fehler. Also, jetzt haben wir quasi etwas anderes gesehen und müssen einen Hebel ziehen. Und jetzt müsste Dorschen 1. Na? Wo ist dein freundliches Lächeln? Ach, Junge, hör auf, mit dem Bild zu lesen, gibt nur Kopfschmerzen. Ja. Wahrscheinlich Twitter-Kommentare. Ah, Tagesschau ist auch ganz schlimm immer. Okay, Megaload, Immunsystem, das Bild ist da. Bleihorn, mein Hübscher. Das war so, daran erinnere ich mich. Na und? Kevin, wie läuft's da drin? Alles super, Kevin. Ich bring dir was zum Essen. Kevin, keine Sorge, gell? Ich mache uns was zum Essen. Hallo. Die unfreundlichsten Leute hier. Lass sie mich hier ruhen, sie belästigen mich. Oder ein Stunde TikTok. Ja, wir... Oh! Fogi! Omi, hast du Fogi getötet? Omi hat Fogi getötet. Black Witch. Irgendwas stimmt mit Fogi nicht. Okay, also Fogi, also Vogel. Okay. Der B, ja, wir haben eh schon eins, da wollen wir nicht. Ich glaube, die andere so. Die hat den Vogi! Okay. Ja! Ey! Chat, das habt ihr wirklich gut gemacht. Das hat, warte mal, das wollte ich auch drauf schauen. Wir sind für dich da. Love, help, help. Ja, das war schon vorhin. Okay. Das Immunsystem, die Tür ist zu. Da ist das. Hey, Kevin! Gut gemacht bis jetzt, super. Aber es ist Station 13. Muss ich wieder weg? Ist er anders? Nee, er ist immer noch genau dasselbe. Ich hätte Vögel wellensittig, der beim Züchter einer Kanarienvogel zusammen in der Voliere war und sich einigen Geräuschen angelegt hat. Später bei uns hat sie immer das Xbox Einschaltgeräusch nachgemacht. Ah, oh, wie süß! Hast du Holi schon mal warm getrunken? Noch nie. Aber das kann man auch. Man kann es wärmen. Also es gibt diesen Winterpunsch, den gibt es jetzt nicht mehr. Aber, Moment, ist die Tür neu? Genau, Captain Bozu, nur anders. War die Tür immer schon da? An der Wand steht Station 18 oder 13. An der Wand steht Station 18. Man kann vieles dort nur warm trinken. Ja, also kann schon. Also probier's halt einfach, ne? Und war da immer schon Station 18? Da kann ich mich auch nicht erinnern. Hatte du dich eine weiße Unterhose an? Hast du Holi mit Sprudel schon mal? Habe ich auch noch nie getrunken. Ich habe nicht so ein Strudelgerät, leider. Also ich würde sagen, da war keine Anomalie jetzt. Ich würde sagen, da war jetzt keine. Und das ist Sixes. Das ist wegen meiner Großraumhirnrinde. Die ist riesig bei mir. Ah. Kevin, schau, hast du es gesehen? Warte mal. Wir sind für dich da. Okay, das ist da, das rennt der Ruhe, oder sieh, du Dreckschwein. Ich besuche dich nie wieder, wenn du freck bist. Moment, das Geräusch ist neu. Hey, wer hustet denn da? Wer hustet denn da? Denn wer hustet doch da? Ist es auch... Oh, das Husten war doch neu, oder? Hey, der hustet... Der Lüfter ist aus. Welcher Lüfter? Wer hustet denn da? Hört auf zu husten! Hä, aber das ist... Ist das... Das Husten ist doch neu, oder?
Ja, irgendwas ist anders. Die Geräusche sind anders. Ich würde sagen, da ist was. Die Geräusche sind anders und sowas. Ja, da ist irgendwas ist anders. Aber wahrscheinlich auch akustisch dann. Anomalie. Wir schreiten voran, Chat. Aber jetzt wirklich. Antonio ist schon eingepennt. Die bekommt gar nichts mit von unserer Meisterleistung. Oder hier die Anastasia. Wer schläft von euch schon? Hände hoch. Wer schläft von euch schon? Empty Ticket ist... Nee. Steffi schläft? Nee, noch nicht. Okay, gut. Mach ich das ein können. Aber sag's mal Bescheid, wenn du eingeschlafen bist, ja? Jesse Ziele reicht. Ich schlafe schon tief und fest, Captain Boso. Kuss auf deine Stirn. Jetzt höre ich den Lüfter wieder. Die Klima. Aber das Husten ist schon wieder. Putzig schlaf, schreibe mal wieder. Die Maymay schlaft auch. Maymay, gute Nacht. Ich bin schon mal eingeschlafen. Ehrlich? Schlaft sie bei meinem Stream immer ein? Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment für mich ist. Hallo, Omi. Ich schnarch dann ganz laut, merkst du. Taschenzeug bis daher. Aber ich würde sagen, da ist nix. Ist das... Moment, ist das neu? Stand dieses Blumenkistel schon immer da, Chat? Stand dieses Blumenkästchen immer schon da? Stand es immer schon da? Das war's. Das ist ein Kompliment. Das stand... Okay, gut. Das habe ich nicht gesehen. Be fresh. Diet Cola. Da hat sich auch nichts geändert, ne? Mit dem Lurk die Enkeli, meine Süße. Ich glaube, da war nix. Um die Uhrzeit funktioniert nicht. Grand Egg, halten Sie durch. Hey, wie wär, du bist 13 wahrscheinlich, ne? Deswegen ist das Projekt 13. Okay. Bis jetzt. Das ist geblieben. Der Berg ist da der Feuerlöscher. Kevin, alles okay? Wenn du zum Essen brauchst, sag Bescheid. Okay, das ist auch da. Das war gut, dass wir die Leute bitte entspannen abschalten können. Ah, das ist aber süß. Das ist aber süß, Chat. Ihr müsst ja nicht so süß sein. Ich sag's immer wieder, ich kann euch nicht alle heiraten, ja? Ich muss so viel Ringe kaufen. Ja, um das... Ihr fragt immer mit Donation. Um das kaufe ich dann die Ringe. Für jeden von euch. Hat der immer schon sowas angehabt? Hat der immer schon... das war doch nicht immer gestrichelt, oder? Das ist doch neu, oder? PG, gut nach Schlaf, gut. Hat der immer schon? Sie haben unter 1097 Ringe. Das kriege ich hin. Du musst mich nicht heiraten, adoptieren reicht. Omi? Omi, geht's gut. Ach, daher würde ich gerne einen Ring bekommen. Kriegst du von so ein Lolli, also auf den Ring? So ein. Kennt ihr noch die Ringe damals? Diese fetten Diamantringe? Also, was so ein Schlecker war? Oder. Kennst du die noch? Hast du nach dem Post am Anfang geguckt? Ja. Hab ich geschaut. Ja, genau. Omi hat anders reagiert. Nee, ich glaube, das macht die immer. Null Kalorien. Ich schau mal auch bei den Dosen, dass sich da was ändert. Der Bär? Fehlt da nicht ein Plakat? Was ist ein komisches Summen bei der Omi? Hä, was war das für ein Geräusch? Ist das gelbe Schild neu? Das Ding, da ist auch... Ich weiß nicht, ob das neu ist. Ich habe dieses Geräusch auf jeden Fall gehört. Ich glaube, irgendwas im Gefühl sagt mir, dass da eine Anomalie ist. Ich habe seit letztem Mal wirklich einen Ring mit deinem Namen. Was? Oh, Remnant, du bist das Süßeste. No. Und hallo, The Way. Das gelbe Schild ist neu, das da? Ich habe auch das Gefühl, dass hier was anderes ist, Chat. Ich gehe nach Bauchgefühl. Nein! Ey, wait, alles gut.
Also wenn ich hingehe. Oh. Aha, also das gibt's auch. Aha. Okay, aber geil. Ey, das habe ich vermisst an Station 5. Das... Nui. Oh, die Nui freut sich gar nicht, mich zu sehen. Also die Nui hat die Hände voll. Okay. Okay, ich... Ich glaube, die erste Runde ist normal. Ey, die erste Runde ist, glaube ich, normal. Ich schau mal, vielleicht ist ein anderes Getränk oder so auch mal drin, ne? Weißt du, das meine ich. Ich glaube, die erste Runde passt. Da ist nichts. Willst du mit mir ein Spielchen spielen? Ha? Willst du mit mir ein Spielchen spielen? Falsch! Da gibt's halt nichts zum Essen! Was war denn falsch? Ich glaube, das ist neu! Herrlich! Wenn da gerne Durst kommt! Ich glaube, das ist was, das glaube ich war noch nicht. Hm? Purple Element, Purple, irgendwie schmeckt's metallisch. Oh, what the fuck is that? Da? Warte, ich will den Jumpscare sehen. Ich habe eh noch nicht. Ist eh egal gewesen. Hä, hey, wie geil, die laufen ja auch nach! Hä, hey, wie cool! Es ist egal, das war nur die erste Runde. Wir haben ja nichts zu verlieren gehabt, quasi. Oh, da kommt er wieder. Warte mal. Fliegt der runter? Ui, 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 ui. Ich muss, oh, scheiße, ich muss den Hebel auch noch drücken. Ja, das ist ja ultra geil gemacht. Oh, das steht wie gefälscht bis jetzt. Ist geil, oder? Sag ich doch. Das ist super cool. Spannend. Ja, ja, ja. Vor allem, weil halt wirklich auch Jumpscares und... Also ich weiß, aber es ist ja natürlich immer ein bisschen spannender, wenn man auch ein bisschen Spannung dabei ist, ne? Okay, er ist da. Das Schild ist da. Getränke. Diät-Cola. Thank you. Please collect your change. Oh, Wechselgeld gibt's auch. Vogel? Sub, 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 sub. Zwischen 13. Oh, stimmt, ich stehe immer 18 normalerweise. Stupid Flow. Na, so blöd ist er gar nicht. Ich liebe ihn. Stupid Flow, danke fürs erste Monat. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen. Gebt mal den Stupid Flow ein paar Kakteen. Er hat sich's verdient. By the way, Chat, nächster Stream Donnerstag, 18 Uhr. Und Freitag Sonderstream, kleiner Special Stream, 17 Uhr. Es ist Freitag 17 Uhr. Da spiele ich mit Zombie und Holly Dingsy. Wie heißt's denn? Skulls and Bones. Skulls and Bones. Das Spiel von Ubisoft. Am Freitag. Und Samstag 20 Uhr auch streamen. 20 Uhr, 12 Uhr. 12 Uhr mittags. Ich glaube, da war nichts, oder? Mindestens zwei? Warum? Freitag bin ich frei. Wie gesagt, Freitag 17 Uhr? Ich hab gar... Achso, ja stimmt, mit dem 13. Freitag 17 Uhr circa und Samstag 12 Uhr. 12 Uhr mittags wieder. Ist jetzt, Samstag 12 Uhr ist jetzt fix. Statt Sonntag 14 Uhr. Wieder eine... Ja, das immer! Ich freue mich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf Skull & Bones. Das sah sehr cool aus.
Ich hab's auch nicht gespielt. Olli, wieso? Hat doch gepasst. So. Kevin! Na, da haben wir doch. Ich bin Samstag viel zu früh. Ja, aber es hat gut funktioniert. Also es war... es war okay. Weil dann kann ich länger. Samstag kann ich dann Sachen machen für die... Also... Das Game, Project 13 heißt das Game. War schon nice. Das macht mir mega Laune, geil. Ich freu mich. Ich seh nix. Station 18? Omi? Hey, warte mal, ihre Augen waren auch von nichts, oder? Ah, sie sind nicht offen, okay. Bisschen mal in Sonne. Nee, aber wir haben jetzt Samstag 12 Uhr gemacht. Weil, ja. Trifft sich bei mir einfach aktuell ein bisschen besser als Sonntag 14 Uhr. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, du bist trotzdem da. Sag mal so, ich habe nichts gesehen, Chat. Habt ihr was gesehen? Sonst kann ich ja nicht kommen. Ah. Lilo, danke mal für den Support und danke, dass du da warst. Vielen Dank. Lilo, schlaf gut. Muffin, ab was? Bin jetzt fertig mit meinem Valentinstagsgeschenk. Muffin und was selbst gebastelt. Jetzt hast du meine Frage. Ah, Lilo, bist doch da. Ich glaube, es ist okay. Enttäuschend. Enttäuschend. Geliebt habe ich euch. Großgezogen und gesäugt. Noch gar nicht so lange her bei der Susi. Und das ist der Dank. Hey, Moment, liegt jetzt. Wird immer nackter? Moment. Kevin! Lilo, mein Schatz. Der war doch nackter, oder? Der Vogel auch! Der war immer so. Der Vogel. Eins, okay. Eins. Help. Wo ist der Dude? Ah, da kommt er schon. Mama Pozi. Was, er hat seine... Moment. Hat er seine Hand in der Hose? Ist mir gar nicht aufgefallen. Du Drecksau. Gib dir Warte! Schau dir das Schwergel an! Naja, es juckt halt. Na gut, dann kann ich das nochmal verzeihen. Dann kann ich es verzeihen. Wenn es juckt, dann ist es okay. Nee, dann ist es okay. Schau die Bilder genau an. Da ist dieser Wald. Muss ich mir die Bilder wirklich genau anschauen? Da ist der Wald. Das kenne ich auch, sich auch schon mal gesehen. Aber natürlich kann sich in dem Bild was ändern, dann komme ich da ja nie drauf. Immunity with Mega Load und da ist dieses Help. Und da ist diese, genau das da. Ah, ich so Band im Knast. Na toll, jetzt ist Rosi nicht mehr da, wenn ihr Content läuft. Sie schlafen nicht in Rosi schon. Ich glaube, da war nichts, Chat. Diät Cola. Ich glaube, da war nix, Chat. Was war da? Ich habe es nicht gesehen mit meinem Auge. Was war denn? Oh, das Poster mit der Altersvorsorge. Oh. Oh Gott, diese Bilder anschauen immer. Okay. Da ist das. Station 18. Da ist der Dude. Die Altersvorsorge ist links. Da ist der. Oh Gott, ich weiß halt nicht, ob man auch die Sitze zählen muss, ne? Könnte natürlich sein. Du rennst da durch. Naja, weil das Ding ist halt, ich,
Du hast ja dann deine Punkte, auf die du schaust. Ne? Und wenn ich die alle habe, dann muss ich ja nicht ewig stehen bleiben, weil ich weiß, worauf ich schaue. Aber natürlich, auf das. So, ne? Ich habe natürlich einen Fehler gemacht, ne? Aber ich glaube, da war jetzt auch nichts, oder? Der rote Schrift schon immer in den Seiten hin. Weiß ich nicht. Das Puzzle mit dem Feuerlöscher war schon. Du meinst, das da die alte Frau? Ja, ja, das war. Bei aller Aufregung sollte man nicht vergessen. Achso, okay. Lebt der Vogel lebt. Das ich glaube, vorhin war auch mal was komisch. Der Vogel war leise. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, oder? Hallo, kleiner Birdie. Ja, das Husten. Ja, es ist. Warte mal. Ja, okay. Nee, es müsste alles, oder? Komm, Busmann, Schatz, wie geht's dir? Herzlich willkommen zurück. Soll es jeden. Ich sollte in jeden Mülleimer schauen. Ja, das wäre ich natürlich nicht gekommen. Rein auch schauen. Aber. Okay. Läuft die Lüftung läuft, ja. Da. Okay. Wo ist das gelbe Schild da vorne? Wenn die. Ist der Mann auf dem Flug? Das gelbe Schild. Ja. Und da steht drauf. Warning Slippery Surface. Und die Decke schauen. Passt alles. Auch ins Gesicht von dem Dude gucken. Ach so. Ja, er schaut immer noch so rein, wie wenn ich live gehe. Da freut er sich. So, was ist mit dir, mein Süßer? Ist auch, ey, ich glaube, da ist nichts, Chat. Ach gut, ich gucke den Streams so gerne, auch wenn ich. Lilo, ich bin auf. Ich bin. Solange ihr da seid, bin ich auch da. Mach mal so. Okay, da ist nichts. Ey, ich glaube, es reicht. Es passt. Der dunkle Raum. Ich bin mir ganz sicher, der Raum passt. Ich bin mir ziemlich sicher, es passt. Ja, ich würde sagen, es passt, Chat. Ich glaube, es passt. Ich glaube, da ist nichts. Ja. Okay, Viola, mein Schatz. Okay, help. Warte, Miss Kübel schauen. Okay, Miss Kübel schauen. Da ist dieses Megaload. Die Tür. Kevin auch am Start. Bild. Vogel. Er geht normal. Der Vogel schreit. Macht er, by the way, wenn sich schon mal wer gefragt hat. Bitte schön. Der Dude grinst immer noch. Hier, Müllton ist nix. Das Spiel-Acting wie bei mir auch, ja, ja. Das ist, ich hab mir neue Grafikkartenkabel besorgt. Ja. Die Grafikkarte ist nicht alt, aber irgendwie manche Spiele macht's nicht mit. Ja. Schloss Post nochmal an. Wie ist Poster? In die Blumenkiste kann auch was drin sein. Ey, what the fuck? Wie viel kann da sein? Und welches Poster? Elder Care for the Best Years. Okay. Boah, die Falle, die muss ich auch zählen. Oh Gott, was könnte denn alles in dem Spiel falsch sein? Selbst die Akustik kann bei dem Game Anomalie sein. Das ist ja Wahnsinn. Das ist viel detaillierter als die anderen. Okay, eins. Warte mal, ein Feuerlöscher. Zweiter Feuerlöscher. Dritter Feuerlöscher. Aber einer fehlt, wenn da vier sind. Chat, was sagt's hier? Diät-Cola? Ich glaube, da. Oh, ich würde sagen, da ist alles richtig. Ich glaube auch, es sind alle Bilder da, ja, ja. Ist dein Bild nicht falsch oder vertauscht? Oh Leute, verwirrt's mich!
Ich glaube nicht, wenn sie mich schon so fragt. Nee, ich glaube nicht, oder? Hat das Mädchen auf dem Poster 2 in die andere Richtung geschaut? Weiß ich nicht. Nein, das hat immer darüber geschaut. Er macht... Ich weiß, was ihr wollt. Er wollte mich selber in das Irrenhaus bringen, habe ich recht? Aber das wird euch nicht gelingen. Ich mache einen Selbstverteidigungskurs, ich scheiße über den Haufen. Tut's mit mir nicht rumfackeln, du verpiss dich. Vorsicht, ich bin eine Maschine. Wenn du mir eine Karotte zuwirfst, dann mache ich so. Ha! Ich schneide in der Luft zusammen mit einem Kantenschlag. Tu dich nicht mit mir anlegen. Siehst du, wie schnell das war? Das waren 10 Schläge in der Sekunde. So schnell. Hoffentlich habt ihr ein bisschen gelernt. So. Geh weg, du Drecksau. Da ist nix. Ihr werdet es gleich sehen. Ein Blumenkistel kann was sein. Nix ist da. Schau hin jetzt, sagt mir doch. Achtung und! Spatz, du willst es wirklich wissen, ha? Ich werde es mich nicht merken. Ich schreibe auf ins Heft, schreibe ich dich rein. Niki, Nikellifi, schreibe ich dich rein. Auf die unartigen Liste. Kombo steht ganz weit vorn, braucht gar nicht zu frech sein. Scheiße. Das ist, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll überhaupt. Was soll ich, soll ich die Scheißpunkte am Boden auch zählen vielleicht, ha? Drin. Scheiß Mistkübel. Bild. Da nix. Ah ja, da. Toni, vielen Dank für 6 Monate. Dankeschön, mein Schatz. Herzlich willkommen zurück. Danke für den Sub. Da ist auch nix. Okay. Kevin liegt immer noch drin. Hand in der Hose, so wie es gehört. Station 13. Vorlöscher. Omi. Da. Husten. Klima. Mariko. Tür, Dude, da, die, steht was, steht Diät-Cola, Punkte 10 an der Decke, Lampen, 2, boah, der Way, danke für 5 Gifte, ich hab's dankeschön, vielen Dank, gebt's mal den Way and Parker King, er hat sich's verdient. Der Way, dankeschön für 5 Gifte Subs. Dankeschön, mein Schatz. Herzlich willkommen zurück. Danke dir, mein Hübscher. Da war nix. Ja. Der Way, vielen lieben Dank. Dankeschön für 5 Gifte Subs. Danke dir. Dankeschön. Ja, es sieht richtig aus, hat nur falsch gesagt. Hallo, Puffis. Jasminka, was hast du denn schon für ein hübsches Herz? Was ist das denn, Jasminka? Das ist aber hübsch. Goldenes Pixelherz. Wie kriegt man das denn? Das ist aber schön. Hallo Amy, meine Hübsche. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Jetzt flackert das... Das Licht flackert? Da flackert nix. Schön, welches Licht flackert? Da flackert nix. Das ist sowas wie Exit 8. Ja, ja. Aber Babsi, aber... Da kommen wir mich zu. Mich hier rumläuft, der ein bisschen ungefähr ohne Mischung. Ah. Ich glaube, da flackert nichts. Das hätte man einfach mit Zen bekommen. Ah, ist aber süß. Jasminka, das aber. Jasminka, bist du so lange im Stream? Du hast ja so ein altes Abzeichen schon, dass du ein paar Jahre da bist, ne? Verrückte. Aber das Spiel leckt ein bisschen, ja, ja. Ich habe mir eine alte Grafikkarte hinten. Ich habe mir heute ein neues Kabel bestellt. Das scheiß Kabel hat einfach 30 Euro gekostet. Und ich hoffe, dass ich dann die alte Grafikkarte wieder einbauen kann. Die läuft ein bisschen besser. Pacific Drive. Lino, hat's dir gefallen? Nee, geht so da. Da ist nix, Chat, da ist nix. 18 ist richtig, Halbvollmond.
Der Müll an aber ein Schild. Shit, da ist nix. Da ist nix. Hat es gesehen. Selbstbewusst und keck, wie ich bin. So. Marvin Clifford. Lassen Sie sich küssen. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Marvin, ab nächste Woche bin ich dann bald weg. Nächste Woche, ab Freitag bin ich weg. Da bin ich dann in Japan. Ihr könnt schon mal sagen, könnt schon mal ein bisschen Gefühle spinnen lassen. Werdet ihr mich vermissen? Könnt schon sagen, könnt euer Herz mir ausschütten. Könnt sagen, bin dann nicht da. Blumenkistl? Nee. Boah, Mami, von dir nicht. Ich von allen erwartet, von dir nicht. Japan 8 bekommt. Ja, genau. Gib mir auf jeden Fall 500. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Mein Herz wird weinen. Wie gesagt, den Dienstag würde ich gern beibehalten. Dienstag 18 Uhr bleibt. Alle anderen Tage sind spontan. Aber ich bin auf Urlaub mit der Nui. Endlich Ruhe. Squashy Bridge. Squashy Bridge. Dich habe ich auch. So eine Frechheit. Jetzt habe ich mich kurz gefreut, dich zu sehen. Dann kommst du mal so. Squashy, wie geht's da? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück. Was gibt's denn lang nicht mehr gesehen, oder? Endlich Ruhe von uns. Nee. Ich bin gern bei euch, Chat. Es klingt blöd, aber ich fahre ungern auf Urlaub. Ich fahre ungern auf Urlaub. Ich fahre nicht gern auf Urlaub. Ich bin lieber daheim. Ich bin so einer. Oh, bitte lass kommen. Ich bin nicht gern auf Urlaub. Also ich wäre auch gern lieber daheim, aber immer wenn ich dort bin, freue ich mich dann immer. Ja, aber ich gönne euch den Urlaub. So, irgendwie was gibt's Neues. Schön, dass du da bist. Dann lass tauschen. Nee, wenn ich dann dort bin, freue ich mich ja eh. Wie ist nochmal die anderen beiden Spiele, die so ähnlich sind? Exit 8 und Station 5. Okay. Wenn eine trübe Zeit mit dem Sonnenschein nicht da ist, putzt doch unsere Sonne. Ah! Nee. Also, wie gesagt, ich bin ja eh bald. Dienstag 18 Uhr bleibt. Nur bin ich in Japan, während ich dann streame. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich muss mir die Zimmer mieten und diese Räume. Ein bisschen Angst, was das kosten wird. Aber. Ja. Bebo! Mein Herz wird weinen, wenn du weg bist. Ach, Lena, bitte hast du süße Maus. Wirst du die Realsache von Avatar, der den Mensch schon. Ich hab die alten Avatar-Filme gar nicht gesehen. Also Serien gar nicht gesehen. Diet, Coda, Soda, thank you. Das Licht ging gerade aus. Nee, das ist immer nur, wenn ich den Raum betrete, oder? 5 September nach 3 Wochen habe ich einen Freund besuchen. Ich stimme mit der Schwester Shizu. Ey, Bebo, schöne Grüße an die Shizu. Hallo, ihr Süßen. Wann kommst du wieder? Am 17. Ich bin von 23 bis 17 weg. Nie bei einem den Typen im Nebenzimmer. Aber die Lichter sind da immer aus. Oder? Das Husten. Chat, was sagt ihr? Weil ich weiß gar nicht, schon die Oma? Willst du uns nach dem Urlaub vielleicht ein paar Bilder zeigen? Ja, auf jeden Fall. Ja, voll. Will ich machen. Marvin, wie geht's? Sagt der Vogel, was der Vogel macht? Weh. Leute, ich glaube, das ist auch richtig. Boah, Gott. Summt hier? Ich kann es nicht sagen. Sind die Augen zu? Seht ihr aber? Sie hat Augen und immer. Sie hat Augen immer zu und offen. Wunderschön. Bin neu und muss erstmal das Game Go als auf der Suchmaschine suchen. Ah! Um Gottes Willen! Nego! Nego, du süßes Danke für den Support. Hallo, meine Hübsche! Putz, ich wünsche dir, der lieben Noah, schon mal einen wundervollen Urlaub genießt es. Ah, Nego, danke für den Support. Danke für 10 Euro. Vielen Dank.
Danke, Nico. Nico, ich werde an dich denken. Genauso wie der Marvin immer an mich denkt. Nico, vielen lieben Dank für 10 Euro. Danke für den Support. Dankeschön, meine Süße. Ich glaube nicht, geht hoch, da ist nichts. Ich geh. Ich geh. What the fuck, warum? Red King. Nein. Ich bin gefangen, du wieder. Oh nein, wieder, da kommt er. Hier, wir gehen. Okay. Oh, Mist, wir müssen gleich neu machen, leider. Es tut mir leid. Ach, ihr verfolgt mich. Marvin! Marvin! Okay. Ey, noch einmal. Nico, vielen lieben Dank für 10 Euro. Danke für den Support. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt dir nach wie vor. Ja, weil das ist immer so bei Leuten, die mal wieder zuschauen, da denkt man sich, oh, hoffentlich ist es immer noch lustig, ne? Obwohl, es gibt ja viele Streamer, die schon seit Jahren streamen, die sind immer noch da. Gulasch, hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Boah, das Ding ist halt, ich habe noch nie was im Müll, im Mistkübel, im Mülleimer gesehen. Und da ist auch nichts drin. Im Blumenkistel ist auch nichts drin. Ich glaube, ihr findet das. Kann das nicht sein? Ja, Blumenkistel ist nichts. Siehst du es? Da. Der Vogel macht weh. Blumenkistel ist nichts drin. Ich vermisse dich jetzt schon. Aber ich bin ja noch da, Chat. Und am Donnerstag bin ich sogar um 18 Uhr wieder da. Und am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 12 Uhr. Also ich liege euch die nächsten Tage nur in den Armen und lasse euch gar nicht los. Du vergisst die Omi und den Vogel. Nein, den Vogel habe ich gesehen und auch gehört. Die Omi sitzt halt da. Ja. Minerva! Nicht davon, dass mit dem Blumenkasten. Da, ich hatte einen Hasen drin. Du hast eine Lüge gemacht, Mondkrümel. Habe ich recht? Du lügst. Du sprichst mit gespaltenen Zungen, wie man auf ihm. Mondkrümel. Ah! Um Gottes Willen, eine Donation! Mondkrümel, hast du den Hasen da reingesetzt, hä? Hast du den reingesetzt, den kleinen Hopplasen, hä? Mondkrümel, du kleinen Stinkstinker, hä? Was macht denn der kleine Hase drin? Mondkrümel, du hast ihn da reingegeben, hä? Okay. Bebo, danke für den Euro. Ach Leute, vielen Dank, dankeschön. Bebo, danke, dass du da bist und uns Leute aufmunterst. Meine Schwester Shizu Timi braucht ein bisschen Aufmunterung. Shizu, meine Süße, was ist passiert? Sie macht gerade eine schwere Zeit durch. Danke, Vater. Pebo, danke, dass du für sie da bist. Vielen Dank für den Rund. Gib der Schwester. Drück sie mal. Drück sie mal so fest. Tschüss, Pebo. Ich drück jetzt die Schwester, aber du musst sie für mich drücken. Pebo, drück mal die Schwester. So. Aber brich ihr keine Nieren, brich ihr keine Rippen, ja? Drück sie mal ganz fest. Pebo. Vielen lieben Dank für 10 Euro. Drücke die an die Schwester auch. Und danke, dass du für sie da bist. Und schieß so ganz Köpfchen hoch, gell? Sonst verrutscht die Krone, meine Süße. Vielen lieben Dank. Schieß so, meine Süße. Wir haben immer wieder so Trauersachen auch im Stream. Aber schau mal, da ist ein Hoppelhase. Da kann man doch nicht traurig sein. Schieß so Küsschen an dich, meine Hübsche. Und Pebo auch an dich. Danke für 10 Euro. Vielen Dank an Support. Ich hoffe, du hast, Pebo, ich hoffe, du hast die Schwester gedrückt. Das kann man erwarten. Ah ja, hast sie gedrückt, Pebo? Ja, hast sie gedrückt. Aber nicht sehr drücken. Nur ganz lieb drücken. Putziges Häschen. Shizu, wie nennst du mich denn? Jetzt reicht aber wirklich. Also, ah. So, da flackert das Licht immer. Natürlich, Pebo, geil. Pebo, vielen lieben Dank nochmal für 10 Euro. Mua, danke an euch zwei. Ja. Wie nennt sie mich denn jetzt schon, Häschen? So nennen wir eh nur der Marvin Clifford. Und das meistens eigentlich nur in der Herrensauna. Ne? Aber das sagt es nicht weiter. Aber, ne? Aber wenn ihr wollt, können wir auch jetzt schon. Oh.
True. Da röchelt wieder wer? 13. Station 13, ja. Da muss 18 stehen. Du hast ja so recht. Stimmt. Ist 13. Ah. 13. Oh, das sehe ich erst jetzt. Okay, shit. Mülleimer. Internet ist eine Karaoke-Box mit obligatorischem Getränk für eine Stunde zwischen 800 und 2500 Yen. Das Ding ist, Evil Blackie, die muss am Abend offen haben. Die muss um 2 Uhr in der Früh offen haben. Bis Zeitung in der Früh. Und Internet muss auch gut sein. Give the life no chance. Cursed faceless with Metalord. Einfall. Der Hund ist auch anders, ja. Der Hund ist ein bisschen dünn. Denn ich habe ein Anomalie gefunden. Smiley, ich bin erst nächste Woche in Japan. Nächste Woche Freitag. Ne? Also, ihr habt mich noch ein paar Tage an der Backe. Also, ich bin noch nicht weg. Ich bin noch ein bisschen da. Internetmäßig würde ich mir in Japan im Gegensatz. Nee, ey, kleine Schneefüchse, es geht nur um ob ich. Ist die Klima an? Ob das Internet. Ob ich unlimited Internet habe, wenn ich mich da in so ein Karaoke-Internet einlogge. Ob ich das machen kann, ob ich von dort streamen kann, weißt du? Drinking! Hallo, mein Jens, danke für 20 Monate! Du bist nach wie vor mein Lieblingsstreamer, es macht immer noch Spaß, dazu zu schauen. Nur, dass ich an manchen Tagen halt weniger schreibe. Nee, das freut mich ja. Ich freue mich, dass du so treu bist. Und dass du immer zuschaust. Vielen lieben Dank, Nico. Danke auch nochmal für deinen Support. Danke nochmal für 10 Euro. Vielen lieben Dank. Danke für die Unterstützung. Ich bin so neidisch auf dich. Ich liebe Japan. Ey, Taku! Nee, es wird super. Ich werde ein paar Freunde dort in Japan treffen und sowas. Da freue ich mich schon sehr. Ich habe sogar einen alten japanischen Kollegen, den ich damals in Japan getroffen habe, und der wollte mir immer Mochi Mochi verkaufen. Und der hat immer gesagt, Mochi Mochi! Und dann habe ich gesagt, also der wollte immer mir Mochi verkaufen. Madeleine Hater, hallo mein Schatz. Und der wollte mir Mochi verkaufen. Und ich habe dann die Mochis von ihm gekauft. Und er hat dann gesagt, seine Oma macht die und sowas, ne? Und seitdem sage ich immer Mochi Mochi. Und den habe ich jetzt auf Instagram. Den habe ich auf Instagram seither. Und ich hoffe, dass ich den sehen kann wieder in Japan, wenn ich bin. Weil er schreibt man nicht mehr. Ich glaube, er hat Angst, weil er nicht so gut Englisch kann. Und dann schreibt er nicht zurück. Und manchmal schreibt er zurück. Aber ich muss ihm, glaube ich, ein bisschen nerven. Und ich schreibe, Mochi, ich bin jetzt da. Nimm dir Zeit. No. Du bist jetzt. Ja, seine Oma macht keine Mochis mehr. Oh, das ist auch neu. Viel Glück gemacht. Ja, ein paar Leute werde ich auf jeden Fall sehen in Japan. Ich freue mich. Ich freue mich schon sehr. Okay. Sehr krank, ey, Oli, mein Schatz. Ja. 6. Haha, T-Sniffler, was hast du gesehen? Anomalies reported 13 von 35. Oh, ich hab noch gar nicht viel gesehen. Da war ein quietschendes Geräusch. Das ist neu. Habt ihr eure Gewürzgurken verloren? Dann habt ihr wohl auf das falsche Pferd gesetzt. Das ist doch neu, oder Raven? Das ist doch ein neues Geräusch. Hey, Deborah. Das ist doch neu, oder? Das ist neu, oder?
ist neu. Klima aus. Ja, und vor allem, man hört so ein Schleifen, das ist neu, ne? Pebo, schau mir in die Augen und sag mir, du liebst mich. Oh, ich bin ab Ende März in Japan bis Mitte April. Ich kundschafte für dich aus. Ich kundschafte für dich aus und ich sag dir, ob es nice ist oder nicht. Ist das Game so wieder spielen? Genau, Muffin, das ist genau dasselbe. Exit 8 heißt das, was du meinst. Nur ist das schwerer. Das ist mit Soundeffekt, mit Geräuschen auch und sowas. Du musst auf die Geräusche hören. Und du musst in Blumenkisten und Mülleimer schauen. Ah, Lilliput, hasse ich dich doch auch. Baby, ich liebe dich. Das ist ein bisschen weird, das war ein Scherz, aber ich liebe euch doch auch. Vielen Mülleimer. Muffin, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Erzählen Sie mal alles. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Freundin oder deinem Freund? Wie geht's dir? Wie geht's deinem Nachbarn? Wie viele Runden? 13 Runden muss ich durch. Rote Striche auf dem Boden? Ja, der ist da unterbrochen da, ne? Aber kann auch sein, dass er es da anfängt. Toxin from God. Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Machst du einen kleinen Reisevlog? Ich werde auf jeden Fall Instagram-Stories viele machen. Und wahrscheinlich auf Instagram-Reels und sowas. Also, folgt mir gerne auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, also Hauptchannel, Zweitchannel, ist alles, läuft da oben immer durch. Der rote Strich war mittig. Stand wohl First Chatter. Ja, ey, Muffin, so ist es. So ist es. Ich habe das gesehen. Nee, ich frage immer allen. Muffin, ich frage immer allen Leuten, aber ich habe gesehen, du bist neu und ich. Bei den anderen Wissen weiß ich doch alles schon. Aber ja, du hast recht. Der Strich ist richtig. Aber ja, ich frage, aber bei dir habe ich gesehen, du bist First Chatter. Und ich frage aber immer allen Leuten, wie es ihnen geht und was es Neues gibt und wie das Leben so spielt. Hey, ist die Wand dreckig? Die Wand ist doch dreckig. Oder? Ah! Um Gottes Willen, eine Donation! Hero von you, von Tube, hallo mein Schatz, wie geht's dir? Hallo! Nasse Wand? Hero! Hey Putze, vielen lieben Dank, dass du meine Freundin nur Freundin aufgemuntert hast. Dank dir geht's ja gleich viel besser. Hero von Tube, ist deine Freundin zufällig die Shizu? Kann das sein? Weil der ging schlecht. Kann das die sein? Ich weiß es. Ich rede von Shizu. Ich hab's mir gedacht. Ach, ihr Süßen. Ach, ist es herzig. Ach, Hero von Tube, vielen Dank für 10 Euro. Und danke für die liebe Nachricht. Ach, vielen Dank, du süße Maus. Vielen Dank. Ich weiß, manchmal geht's immer ein bisschen scheiße, ne? Aber es ist halt immer ein Auf und Ab. Es ist wie ein Rodeln, ne? Ey, Shiro von you. Vielen Dank. Danke für den Follow. Vielen Dank. Danke, dass du da bist. Und danke auch, dass du mir Bescheid gesagt hast. Paebo ist der Bruder von der Shizu. Und die Shizu, der Hero, ist der Freund von ihr. Ach, da haben wir's. Ja, da kommt alles zusammen. Vielen Dank, Hero. Dankeschön für den Update. Danke für das Update. Oh, vielen Dank. Ach, hier. Der Pebo kennt den Freund der Schwester. Ah, ist aber süß. Ach, so sind alle. So sind alle irgendwie verwandt. Das war sehr süß. Ach, ihr Lieben. Dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass da alle die ganze Familie fast zuschaut schon. Anana, hallo, meine Hübsche. Wie geht's dir? Und hallo, Hotter. Hotter, lass dich küssen auf die Backen. Mir ist wurscht. Ich find nix. Vielen Dank nochmal, Hero. Danke auch fürs Update. Ich glaube, da war nichts, oder? Kann das sein? Nur ein Freund, nicht der Freund. Ich dachte, du bist der Freund. Okay, sorry. Ja, das weiß ich nicht. Ist aber sehr süß. Ah, sieh zu. Schau, da kennen sich ja. Hey, warum kennen sich bei mir alle? Ich glaube, da war nichts, oder? Marvin? Das Auge vom zweiten Typen? Ich kenne außer dich gar niemanden.
Aber bei mir, wenn du ein bisschen im Stream bist, Jason, kennst nach einem Monat, kennst alle. Es sind immer dieselben Leute da. Die Leute kennen sich, die Leute haben Kontakt untereinander. Ich hab die süßesten Mäuschen habe ich hier. Hey, Moment. Nee, der hat immer so geschaut, oder? Die Wand ist nass. Das meine ich auch. Die ganze Wand ist nass. Die Wand ist nass, das ist neu, oder? Ich habe vorher schon gesagt. Die Wand ist nass. Die ganze Wand war doch vorher nicht nass. Nee, ich sag, das ist es. Sixtes habe ich davon, dass ich auf der Kirche ausgetreten bin. Sixtes, das habe ich davon. Sixtes, irgendwo kommt es zusammen. Der Kosmos, irgendwo kommt es dann und sagt... Nee, wer ist drin geblieben? Irgendwann kommt es zurück. Ich sage euch, Ich sage es euch. Scheiß Dreck, wirklich. Ja, Pink, nee, ist alles, ist ja meine Schuld. Ach, es ist wirklich, einen Run machen wir noch, oder? Ey, die Wand war immer nass. Was ist das für ein scheiß Hospital? Kevin, alles okay mit dir? Kevin, wie geht's dir? Kevin, alles okay? Kevin, hast du wieder mit dem Bett gespielt? Ist zusammengeklappt, ha? Kevin. Na, ich glaube, Kevin geht's gut. Ich glaube, der hat nur ein bisschen... Jeder kennt's. Die ist am falschen Hebel auf einmal. Hup, oh Scheiße, wo bin ich hin? Na, also, man kennt's. Na, es ist wirklich. Na, also, man irgendwo falscher Hebel und zack, geht das Bett halt. Na? Ja, immer der Kevin. Der ist ein Wilder. Der ist einer der Wilder. Und das nur, weil ich aus der Küche raus wollte. Ja, siehst du's. Hättest die Hand lieber dort gelassen, Kevin, wo sie vorhin war. Na, so. Jetzt geh ich ordentlich rein mit einer Menge Gurken. Ihr könnt eure Gewürzgurken wetten. Wettet auf mich, dann könntet ihr behalten. Bald habe ich keine Gurkis mehr. Es tut mir leid. Ah ja. Hallo, du kleinen Stinkspatz, ha? Da ist er wieder. The way. Nee, wir haben ihn schon gefunden. Wir haben ihn doch schon gefunden, Chat. Da ist er doch schon wieder. Diät. Ja, ich denke, genau. Da haben wir doch. Bam, wieder durch. So, 2. Herz. Nix im Mistkübel. Tür ist zu. Poster ist so, wie es sein sollte. Die Bilder sind auch wichtig. Da schaue ich aber immer drauf. Kevin ist am Chillen. 18 Bild. Piepmatz. Läuft. Katalena, guten Abend. Hallo, wie geht's Ihnen? Und Squashy Bridge, ich hab nicht gelesen. Wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht's Ihnen? Quark der Piepmatz. Der Piepmatz hat gequakt, Schmetterfalke. Oder? Warte, die Frau schaue ich nie an, aber was soll die denn anderes machen, außer immer so schauen, wie sie schaut? Prinzip ein bisschen Japan. Pimu, ich bin von 23. bis 17. bin ich in Japan. Aber ich bin nicht ab nächster Woche Freitag. Aber ich schaue, dass ich jeden Dienstag 18 Uhr, dass ich es schaffe. Ich nehme Laptop und Mikro und alles nehme ich mit nach Japan und dann stream ich aus Japan Horror aus. Keine Ahnung, vielleicht zeigt auch mit. Pseudofructus, hallo mein Schatz, danke fürs dritte Monat. Wie geht's Ihnen? Schön, dass Sie da sind. Schau bitte auf das zweite Bild von links. Eldercare for the best years of your loved ones. Robacare, passt doch. Das ist super. Wie das andere.
Was doch? Danke, Degurin und Franzi für den Follow. Vielen Dank. Hey, die sind super. Die Narbe von dem Blinddarm-OP tut noch weh. Ah, Katharina, aber ist gut verlaufen, Katharina. Gute Besserung. Katharina. Bitte nicht laufen, es läuft eine Wette. Ja, aber ich spiele ja auch mit dem Chat immer so ein bisschen. Liebe japanische Küche. Ja, ich bin sehr... Ich glaube, es ist okay. Ha! Ja! Sixes! Das sind die Todesaugen! Schau bei Gnu. Danke für den Follow. Hä? Das ist wirklich so. Bin sogar seit 2019 dabei, aber weniger abonniert. Ah, das macht doch gar nichts. Freue mich, dass du da bist. Nicht jeder hat das Geld und manche wollen einfach nur zuschauen. Und das ist aber alles okay. Und manche wollen doch gar nichts. Voll in Ordnung. Freue mich einfach, wenn du einschaltest. In dem Raum kann auch das sein. Gut. Da ist nix. Piepmatz? Hallo, Ken-Omi, hallo! Hallo! Besonders verrückt ist mein Schatz. Der Hund sah anders auf dem Bild. Der Hund? Welcher Hund? Ah, nee, der Hund sah gleich aus. Sap, sap, sap. Nee, der ist doch gleich immer. Der Hund ist doch gleich. Explosion, vielen Dank für 7. Monat. Schon fast den Prime vergessen. Explosion, vielen Dank für den Prime-Sub. Dankeschön. Wenn einer von euch noch einen Prime-Sub übrig habt und jetzt nicht eingelöst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn er es einlöst. Ja. Die Augen von der Oma. Die Augen sind doch... Alles in Ordnung. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber wenn du jetzt verlierst, verlierst du... Oh, der Simon, vielen lieben Dank. Oh. Jesse Thiel, was macht die Arbeit? Wie ist es bei dir in der Arbeit, Jesse Thiel? Jesse Thiel ist Psychologin. Da frage ich immer. Die Oma guckt viel. Die Oma schaut immer so. Boah, ich würde sagen, ist nichts, oder? Ich würde sagen, ist alles... Boah, ich habe aber ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein Gefühl. Mame, hast du es gesehen? Ich hab's ihm gefunden. Ich hab irgendwie gemerkt, die Zwiebel schmeckt anders. Und da wärst schon. Aha! Da ist der Hund begraben. Sixes. Okay. Ja, Kevin, ich hab das irgendwie gefühlt. Irgendwie war das irgendwie gemerkt. Sap, 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 sap. Vorwind, vielen Dank für Prime Sub. Danke für 7. Monat. Hallo, mein Hübscher. Wie geht's der Vorwind? Vorwind, du warst sicher ein sehr hübsches Kind. Vielen Dank. Oh, ein Wolkenpfote! Mein Fehler hing dort schon mal ab. Auch Wolkenpfote, aber ich habe dich runterkannt und der habe ich dich umarmt. Wolkenpfote, danke für 5 Euro. Vielen Dank für den Support. Gott sei Dank, komm auf mich zu. Wolkenmond, danke für 5 Euro. Wolkenpfote, Wolkenmond. Ist auch ein schöner Name. Ah, kein Piepmatz. Macht wohl nicht mehr Piep, Piep, Piep. Wolkenpfote, vielen Dank für 5 Euro. Ich schloss an auf dich. Vielen Dank für den Support. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Wolkenpfote, was gibt's Neues? Wie geht's der Mutti? Oh nee, Mutti, Frank ist immer blöd. Manche Leute sagen dann immer so, ich hab keine mehr. Und dann ist immer scheiße. Habe ich selber oft erfahren, dass das manchmal so kommt. Dann steht man doof da. So. Das war knapp für unsere Gurkis. Ja, ihr solltet halt immer auf mich wetten. Ich mal im Eingangsbuch nochmal nach. Okay. Vincent, für dich mache ich alles. Meine Mutter ist in Erholungskur. Ja, bitte, das ist doch scheiße, das ist doch nice. Wolkenpfote, dann wünsche ich der Mama einen schönen Aufenthalt. Und schönen Gruß. Hab's lang nicht mehr geredet miteinander. Ich weiß aber auch nicht, das mit dem Vogel.
Was kann bei dem Bild anders sein? Ich habe seit meinem Outing 2019 keinen Kontakt zu verfolgen. Ja, Jason, aber dann liegt der Fehler nicht bei dir, sondern an deiner Familie. Weil das immer so, meine Philosophie ist immer, wenn wer anderen mit dem lieb hat und nicht gegen seinen Willen. Na, du solltest dich nicht an irgendwem vergreifen, aber wenn es der andere auch cool findet, dann ist es immer in Ordnung. Egal was ist. Du tust niemandem weh und dir geht's gut. Auch alles super nice. Dann ist die Familie falsch. Ich hoffe, sie sehen es irgendwann mal ein, dass sie falsch sind. Gibt's nix? Scheiße. Ah, ich habe ein schlechtes Gefühl wieder. Hat noch Piepmatz gechippt? Ich schau mal nach. Hat der Piepmatz gechippt? Er chippt. Ich glaube, da saß ein Floh beim Blumenkasten. Nee, ehrlich jetzt? Alles gut. Berlinko, dieses darf. Ich hab den Helm auf. Ich mach den Darth Vader. Ich sehe nix. Aber ich hab ein komisches Gefühl. Machst du ein Community-Event? Ich würde sehr gerne, aber ich hab bis jetzt irgendwie keinen. Ich hab nix. Also es gibt irgendwie keinen Film, der gerade im Kino spielt oder bald im Kino spielt, den wir machen könnten. Boah, war das auch schon so? Die Carolina, jetzt ist sie da. Carolina, herzlich willkommen, wie geht's? Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Husten war da. Dunkler Raum, da sehe ich ja nichts. Aber Jason, ganz viel Küsse an dich. Ich hoffe, wir sehen dich mal in Wirklichkeit. Dann wird mal geküsst, sage ich dir aber schon. Ja, Pimo, sehr gerne. Also ich weiß noch nicht, ob und wann, ob wir ein Community-Event haben. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen. Aber ich bin auf der... Oh Gott, wie heißt denn die? Nur, wie heißt die Convention, wo ich bin? Auf der Kaktus bin ich. Da bin ich, auf der Kaktus bin ich. Das ist ein Event, ein Festival. Da bin ich. Da bin ich als... geh auf der Kaktus. Sehen Sie, okay, da bin ich. Auf der Kaktus bin ich. Also wer das da auch ist, da bin ich da. Da habe ich auch mit den Greed. Und ich hätte, und bitte kommt's alle. Kommt's alle. Und wenn nur einer von euch kommt, dann kommt der bitte immer wieder und zieht sich immer eine andere Perücke an. Ja? Das Kabel auf den Leeren. Aber war das nicht vorher auch schon? Ja, ich habe irgendwie an Gurke gedacht. Sehr gerne, Jason, sehr gerne. Ich bin fix auf der Kaktus. Ja, hundertprozentig. Bis auf der Gronkon. Ich glaube, die gibt's gar nicht, oder? Nein, Blätter, ich weiß es doch schon. Ich glaube, das war schon. Ich glaube, das war schon, oder? Ich weiß nicht, Walkilli, zack doch mal. Weil den schränke ich mal an. Die gibt's doch Gronk, weiß ich nicht. Okay. Gut, mit dem Gronkopter. Ich hoffe, ey, Polaris, vielleicht komme ich dieses Jahr. Ey, okay, ich glaube, er verarscht mich gerade. Leute, ich weiß es nicht, ob es oder nicht. Ich habe nichts gefunden. Da! Ich habe irgendwas klopfen gehört. Was ist am 30.02.? Warum nehmen alle den Tag? Was? Habt ihr... Hey, ihre Hand, oder?
Aber. Das ist eine Ratte! Da war eine Ratte drin! Hallo Akira Wolfsblut, wie geht's dir? Die haben sieht immer so aus, mir ist noch nie aufgefallen. Die Ratte war schon immer am Essen, vertrau mir. Achso, die war immer schon da. Okay, gut. Die sah aus wie aus dem Boden Backroom Games, was du mit Pan gespielt hast. Ja. Hey, die Ratte, die war aber neu jetzt. Habe ich die auch nicht gesehen. Danke gut, ey. Akira, mir geht's wunderbar. Was gibt's Neues? Was machen die Leberwerte? Akira, hau raus. Was macht der Befund? War nur ein Scherz, ich kenne die Akira gar nicht, aber dachte mal, vielleicht. Man kann mal nachfragen. Falco, mein Schatz. Hey, du bist immer noch da, Falco. Du warst zu Beginn des Streams, ich erinnere mich, du hast irgendwas gesagt und ich habe irgendwie drauf eingegangen. Falco, was war nochmal bei dir? Ich habe irgendwie, irgendwas war bei dir. Ich habe es nicht gemerkt. Okay. Die mit der Hand, das hat mir noch nie aufgefallen. Stimmt, die ist wirklich immer so. Licht ist bei Kevins Nachbar. Da, ja, da ist der Kevin. Da schnarcht doch wer. Aber die Finger waren blutig. Die Finger waren noch. Ah! Das will nicht! Mach doch nicht, wenn ich auf die Tür schaue. Und du Auftragsmörder, du! Oh, schau ich, ey, aber auch wirklich. Ich hab genau einen Spalt reingeschaut, ob irgendwas ist. Und dann bist du Depper, kommt die Babsi. Oh, Babsi, du alter Töter, du Mörder, du. Babsi, du alter Mörder. Oh, Babsi, oh, ich, ja. Ey, das ist so gag, das ist mir Horror Games immer. Du schaust irgendwie ganz genau, schaust so hin, so. Und dann kommt die Babsi. Babsi, du süße, vielen Dank für 10 Euro, du Killer. Babsi! Danke, Babsi! Oh toll, dann werden wir uns sehen, wenn du schon zu uns nach Leipzig kommst. Ja, ich komme zu Kaktus! Babsi, ich komme! Danke für 10 Euro! Ich komme auf die Kaktus! Die sind Leipzig, ich war noch nie in Leipzig. Ich kenne nur den Butterkeks. Babsi, danke für 10 Euro! Vielen Dank für den Support! Dankeschön, der Süße, du! Fluffnase, das ist bei uns öfter so. Hallo, Fluffnase. Ey, danke, Babsi, vielen Dank für 10 Euro. Dankeschön, meine Süße. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen Dank, mein Schatz. Babsi, von ganz Herzen, vielen lieben Dank wieder für die Unterstützung heute. Oh. Wie kaputt sein? Papi, ruft sich ein Postfach. Ruft sich ein Postfach. Oh, vielen lieben Dank. Ich glaube, ich habe eine Anomalie entdeckt. Oh, nee, ich glaube, ich soll laufen. Oh. 8. Schieb's, Grunt, Screw. Hallo, mein Hübscher, wie geht's dir? Ach, da, jetzt sind die ganzen. Jetzt kommen alle. Jetzt kommen. Guten Abend, ihr Süßen. Wie war euer Tag? Erzähl's mal alles. Ich will alles wissen. Und wenn ich eine Nachricht überlese, oder dann, bitte schreibt es öfter. Nee, spammen ist nicht so, aber schreibt halt, ruft eine Nachricht dreimal oder so, ne? Weil, ich überlese halt manchmal, ne? Also ich muss mich auch in dem Spiel konzentrieren so ein bisschen und muss dazwischen auch immer Danke sagen, dann erschrecke ich mich. Optimus Prime, da ist er doch. Danke für 31 Monate, wie geht's Ihnen? Alles verloren, Punkte dahin. Wasimodo, du hast halt auf falsche Pferd gesetzt. Leipzig würde gehen. Da bin ich. Gut, außer dass ich mir die Tage in den Finger Schublade eingeklemmt habe. Genauso deren Basis von Nagel. Oh, ich hab's ganz cool. Soll ich da von Wien was mitnehmen? Der Kaktus sind ja fix. Ich wüsste nicht was. Überrasch mich. Also wenn du willst. Moment, das sind die Geräusche. Sind die neu?
Uhl, du süße Maus, wie geht es Ihnen? Ist das neu? Der knurrt so. Jason, ich freue mich auch auf dich. Das ist so ein Knurren. Das ist ein Knurren. Wenn das der Bilder? Uhl, ey, schön dich wieder mal zu sehen. Das ist aber ein neues Geräusch, oder? Keiner wieder erfolgreich gedodged. Ah, genau, hat wer von euch gestern Karneval gefeiert, ha? Wer von euch hat Karneval gefeiert? Kölle, Alaf, ey, küss meinen Bauch. Wer war von euch da, ha? Optimus, mein Dank für 30 Monate. Das ist aber neu, oder? Das gebe ich normal. Du meinst Fasching? Ja, im Deutschen heißt es ja Karneval. Ted, ganz ehrlich, ist das Geräusch normal? Bitte helft's mal kurz. Ich weiß, dass alle Leute nichts sagen, die was ihre Punkte gewinnen müssen, aber bitte, ich müsste mich eigentlich wieder gewinnen. Amron, du süße Maus. Feiert man nicht in Berlin. Ich find's aber schön, dass es gefeiert wird. Nur und ich waren gestern spazieren und dann haben wir gesehen, wie schön es gefeiert worden ist und ich finde es schön. Ist Fasching denn nicht deutsch? Fasching ist, sagt man in Österreich. Karneval sagt man in Deutschland. Glaube ich. Will mich nicht. Das Bayern ist auch Fasching. Aber Bayern, wir haben dieselbe Sprache. Ja, in Bayern sagen wir auch Krapfen. Wir sprechen dieselbe Sprache. Zicke, zicke, meine Süße. Ja, guten Tag. Ja, wie geht's Ihnen denn? Zicke, zicke. Ja, lang nicht mehr gesehen. Schon negativ aufgefallen. Aber auf die Uhr geschaut. Um 11:30 kommt's. Zicke, zicke. Wie geht's da, meine Hübsche? Wie geht's der Schwester? Schöne Grüße. Die Zicke, Zicke, der Schwester, ich erinnere mich immer daran, die waren spazieren und dann haben sie gesagt, ey, meine Schwester ist auch da. Seitdem erinnere ich mich immer daran. Da ist so ein Knurren. Ich glaube, das ist neu. Ted, bitte helft's mal kurz. Ist das neu? Ihr helft's mir nicht, gell? Ihr wollt, dass ich sterbe. Anomalie, Bleihorn? Anomalie, Bleihorn, verarscht mich jetzt eh nicht. Bitte nicht pranken. Da habe ich mir zu viel Mühe gegeben. Aber ich glaube, das ist neu. In der Schweiz sagt man Fasnacht. Das ist so ein. Ted, hört ihr das nicht? Das ist so ein Grummeln. So ein. Ist so ein Knurren, genau. Das ist neu, gell? Julesuki, wie geht's dir? Danke fürs zweite Monat, herzlich willkommen. So ein Schnurren, ja sowas. Ey Leute, komm, wir machen. Es ist nicht neu. Bleihorn, hast du mich verarscht? Ich hoffe nicht. Ich gehe da nochmal hin und schaue mir das Geräusch an. Okay. Steht letzte Runde. Alles oder nix. Letzte Runde, Chat. Letzte Runde. Ich war mir auch sicher, bleiben alles gut. Hä, aber das Knurren ist wirklich weg. Das Knurren ist weg. Das Knurren ist nicht da. Crimson, wenn ich dich sehe, dann blüht mein Herz. Hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Putzi die Entertainment Area, dann brauchen wir das Ticket, um dich zu sehen. Babs, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hab den halben Tag das Sparbuch meiner Oma gesucht und nicht gefunden. Vielleicht kannst du mit Chat zum Beispiel Findungsunterstützung finden. Oha! Das Geräusch ist weg. Das Knurren. Hä, aber das ist ja urdämlich, weil dann hatten wir ja gar nicht falsch. Ist das gerade eine Anomalie? Ist die Null an der Tür die Anomalie?
Weil wir hatten ja offensichtlich recht. Aber ist die Tür an der. Ist die Null eine Anomalie, Chat? Ist das gerade eine Anomalie? Dominik Toretto. Hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Ah, doch nicht. Ich habe das Knurren gehört. Ich dachte wirklich, aber irgendwas war falsch. Okay. Ah, schade. Ich war mir so sicher. Egal. Letzte Runde. Letzte Runde. Liest du gerne Bücher? Boah, ich lese zu wenig. Ich lese zu wenig. Ich bin ehrlich. Chat, wer von euch liest viel? Ich lese zu wenig. Ich bin so einer. Ich würde gern mehr, aber ich habe so selten die Konzentration. Vielleicht war das ja dein Bauchi. Ja, ich werde mir dann noch was zum Essen machen. Ich sehe gerne. Ich lese sehr viel. Ticke, ticke, mein Hübsche. Ticke, ticke. Ich habe gefragt, wie es deiner Schwester geht. Wie geht's dir denn? Und wie geht's dir? Du musst in dem ganzen Raum sind Sachen. Hier ist jetzt zum Beispiel 18. Hier ist ein Blumenbeet. Hier ist ein Bild. Und du musst dir merken, wie dieser Raum aussieht. Und dann musst du dir merken, ist jetzt in diesem Raum was anders oder nicht? Zum Beispiel dieses Bild. Da ist dieser Dude und da ist dieser Hund. Du musst dir den Raum einprägen, so gut wie es geht. Alles, wenn es geht. Die Lampen zählen, die Türrahmen, alles. Alles, was du irgendwie denken kannst, könnte wichtig sein. Die Bilder, die Oma mit dem Vogel und sowas, ne? Und der Mistkübel oder der Mülleimer, wie man in Deutschland sagt. Da. Ist da was drin? Nein, ist nichts drin. Also sowas. Du musst den Raum einfach einprägen. Und wenn du dann denkst, dass da was anders ist, dann musst du sagen, ey, das war vorher nicht so. Und dann muss ich das am Eingang der Tür Hebel umlegen. Hab drei Regale voll mit Mangas. Und die Zahlen auf dem roten Streifen. Wo sind denn Zahlen auf dem roten Streifen? Meine Schwester geht's gut mir nicht so. Meine Mama ist... Oh. Ah, Ziege, Ziege, meine Süße. Ziege, Ziege, lassen Sie sich küssen. Drückerli an dich, ne? Und auch an deine Schwester. Ticke, ticke, Kussi, gell? Pass auf dich auf, meine Süße. Und pass auf dich auf, meine Schöne, gell? Küsschen an dich. Und ich weiß, es ist ein bisschen scheiße. Glaub ich, der will ich nicht mit tauschen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich drücke dir, dass alles wieder gut wird. Richtest der Schwester einen schönen Gruß aus. Und, und pass auf dich auf, gell, meine Süße. Und umgib dich von guter Bekanntschaft, wenn es geht. Umgib dich mit guter Bekanntschaft. Mit netten, mit Freunden, mit lieben Leuten, mit der Schwester, was einfach nett. Einfach nette Gesellschaft ist immer am besten. Alleine sein, manche Leute hilft es auch alleine zu sein, ne? Aber manchen Leuten, glaube ich, hilft es einfach mit Leuten zu reden. Ich glaube, ich habe hier nichts gesehen. Guck nach der Omi. Oder Zahlen an den Wänden. Ja, die Omi ist immer am Alten. Hallo, deine Dame und mein Schatz, wie geht's dir? Ziege, Ziege, Küsschen an dich. Eigentlich lese ich gerne, aber ein paar funktioniert leider nicht. Also mit dem zweiten Poster auf dem Getränkeautomat. Bier. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, wie fresh. Oh, da ist auch eins. Keep calm and the canteen clean. Das haben wir auch nie gesehen. Lol, das haben wir. Die haben wir nie gesehen. Ich glaube, es ist nichts. Oh, bitte, 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 bitte. Dankeschön, Ayani Brandpelz. Also ein edler Name. Frau Brandpelz. Okay. Alles einprägen. Ticke, ticke, jetzt brauche ich deine Aufmerksamkeit. Aber sofort. Putzi ist kurz vor der Augen, sie ist auch ein Müller. Stimmt. Chila Suna. Gute Nacht, meine Süße. Danke, dass du da warst. Schönen Abend wünsche ich dir, gell? Und ich hoffe, man sieht sich vielleicht am Donnerstag Donnerstag 18 Uhr bin ich wieder live. Ich weiß noch nicht, was ich am Donnerstag mache. Ich muss noch irgendwas schauen. Shit. Habt ihr irgendeine Idee, was es hängt? Putzi, hör mir zu. Mach das am Donnerstag. Das ist eine tolle Idee. Habt ihr eine Idee? Ich bin für Vorschläge offen. Ich habe noch nichts für Donnerstag. Ich muss schauen. Ich habe einen dicken Wälzer gelesen von ihr. Die Situation ist einfach sehr traurig. Die Oma hat nie was.
Emily wants to play. Nein, ich würde gerne am Donnerstag kein Horror machen. Horror haben wir immer den Dienstag. Skull & Bones, Alejandra mache ich am Freitag um 17 Uhr mit Zombie und Holly. Sind wir beide live. Also wir drei. Um 17 Uhr am Freitag. Zicke, zicke. Küsschen an dich. Gönn mir eine Süße. Kyo Scarlett, da haben wir sie doch, die Süße. Ich habe nichts gefunden, aber ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, nichts gefunden zu haben. Und mein Gefühl hat mich vorher schon nicht im Stich gelassen. Zicke, zicke, meine Süße. Küsschen an dich, gell? Ich habe immer noch zweiten und dritten Teil des Talos. Habe ich noch nie gelesen. Nur meinen letzten Müller am Ausgang. Blumenbeet, nix. Letzter Müll. Da ist nichts drin. Chat Anomalie oder nicht? Ich glaube nicht. Aber gleichzeitig glaube ich schon, weil letztens war schon wieder nicht. Chat. Gemacht. Captain Bones und Bleihorn und the way. You know the way. Gut gemacht. Gut gemacht. Das ist gut gemacht. Kiviona, bin stolz auf dich. Sehr gut. Okay. Weiter. Okay. Letzte Runde habe ich angekündigt, Chat. Ich finde, du änderst immer mal wieder mein Geschlecht. Mal bin ich für dich weiblich, mal männlich. Q Scarlett ist schon mal leid. Okay, was? Aber Q Scarlett, was bist du denn jetzt? Sag mal so, ich habe dich noch nicht in Wirklichkeit im Leben gesehen. Oder ich habe noch nicht nachgeschaut, sag mal so. Ne? Also, ich weiß es ja nicht. Hat sich die Oma gerade bewegt? Ich weiß es ja nicht. Also ich habe ja noch nicht gesehen, Q Scarlett. Na, fairerweise, muss man sagen. Für Putzi sind wir alle mal männlich und alle mal weiblich. Nee, bei manchen Leuten weiß ich das doch schon. Bei ein paar Leuten weiß ich's. Achso, ja, Q Scarlett. Aber was soll ich denn jetzt sagen, Scarlett? Was darf ich denn dann sagen? Was darf ich denn dann sagen? Wir hatten mal festgestellt, dass eigentlich mehr Frauen zusehen. Das stimmt. Ich habe wirklich mehr weibliche Zuschauer. Das ist wahr. Ey, Leute, ich bin mal ganz... Soda? Soda. Das Soda ist anders! Die now! Stirb jetzt! Beides okay, auch wenn ich... dann sage ich eher, Scarlett. Sag mir nur. Natürlich, meine Hübsche, dann sage ich eher. Scarlett, mein Süßer, Kuss an dich, gell? Entschuldigen. Das weiß ich ja nie, ne? Man ist ja auch... Man muss mir das halt sagen. Ne? Also, das ist ja... Das ist mir bei der Gamescom aber auch passiert. Bei der Gamescom habe ich gesagt, ich bin eine Sie. Und ich so, oh, sorry. Und ne, dann, wenn man das mir sagt, dann ist doch voll okay. Scarlett, mein Süßer. Dann sage ich jetzt, so, ich sag, tut mir leid. So. Ja, die Soda, das habe ich auch nicht gedacht, ne? Okay. Fies. Aber Scarlett, in meinem Kopf war Scarlett weiblich. So, weißt du, ich habe das so weiblich verbunden. Deswegen habe ich, glaube ich, manchmal, glaube ich, jetzt süßer gesagt. Für Donnerstag vielleicht magst du ja mal bei Siberia The World Before reinschauen. Das kenne ich nicht. Manche Spiele muss ich schauen, ob sie zum Stream auch passen, ne? Die Nuggets am Vogel? Birdie? Die soll lieber ein Holy trinken als einen Vogel fressen. Birdie? Noi?
Hilf den Birdie! Oh nein! Kriegt ihr nichts zum Essen? Bei uns im Altersheim gibt's immer die feinsten Sachen. Fragen Sie die Apple Lava, die kocht, wie die Apple Lava kocht und den Koffer trinkt. Ja. Wolltest nicht mal Long Tag im Stream spielen? Oh, Long Tag am Donnerstag? Ted, wie ist Long Tag zum Zuschauen? Ist Long Tag zum Zuschauen geil? Ich mag Survival Games immer im Stream gerne, aber ist Long Tag geil? Ziege, Ziege, Küsschen an dich, geil nicht am Vogel lutschen. Ganz nett. Ja, ganz nett ist. Long Tag ist mega. Long Tag mag ich. Ja, Grumpy, hier sind die jungen Leute. Hier sind die Jungen. Grumpy, hier geht die Party ab. Die Meme ist auch schon da, die hat einen Partyhut auf. Ganz verrückt. Long Tag am Donnerstag. Oh, Phoenix, auch schön gesagt. Na, müssen wir schauen. Also, ich hätte Bock. Ich habe noch nichts vor, aber wenn ihr Vorschläge habt, sehr gerne. Du kannst Creepy Tale spielen, davon gibt es noch Teile. Ich kenne das Spiel nicht, aber es muss zum Stream passen. Ne? Viele Spiele, also ich spiele nicht alles. Ne? Also der Krönkel, der glaube ich, kann alles spielen. Und, ne? Aber ich spiele nicht immer alles im Stream. Also, weil ich glaube, es passt. Also manche Spiele kann ich einfach besser spielen als andere. Das ist einfach so ein persönliches. Ich fühle mich einfach, manche spielen wohler als andere. Aber ja, vielleicht Long Dark. Ich weiß es nicht. Also mal schauen. Ja, vielleicht eine gute Idee. Riesenfan von Long Dark. Muss arbeiten. Ey, Zicke, Zicke, meine Süße, gell? Köpfchen hoch. Ist gerade scheiße. I know. Zicke, Zicke, aber wir sind da. Schönen Arbeitstag. Pass auf dich auf, meine Süße, gell? Und umgib dich mit guten Freunden. Aber das wirst du besser wissen. Und pass auf dich auf, meine Süße, gell? Zicke, Zicke, wir sind da. Schönen Abend noch. Und schönen Arbeitstag wünsche ich dir. Putzi darf bald Alkohol trinken. Bis bald darf ich. Freu mich schon. Bin schon gespannt. Das Bett ruft? Toilettenmanagement Simulator. Das wäre was für Captain Boso, vielleicht für den Samstag. Samstag Toilettensimulator klingt gut. Boah, ich bin nicht sicher. Das ist die letzte Runde. Alles oder nix. Wir nehmen mal der Frau Dorfbild, bitte. Willkommen bei der Frau. Dorfbild. Was kann da anders sein? Kein Husten. Doch, Husten war. Sollen die unter Eis grün? Hallo, Walleha? Das habe ich schon lange nicht mehr gefühlt. Hey, unter Eis nicht grün. Toilet Simulator. Das wäre was vielleicht für den Samstag. Samstag, 12 Uhr. Also wir haben noch den Kebab-Simulator. Ne? Nein! So ein Scheiße! Okay, Chat. Ich glaube, für heute hat mich das Scheißspiel geschlagen. Für heute hat es mich geschlagen. Aber vielleicht nicht fürs nächste Mal, Chat. Aber es ist geil. Wie viele Anomalien haben wir bis jetzt entdeckt? Wir haben nicht viel entdeckt, glaube ich. Wie viel haben wir denn entdeckt? Wie viel haben wir entdeckt? Wie viele Anomalien? Na doch, 335, das ist schon einige. Aber ich würde es gerne nochmal spielen. Ja, genau. Ey, die machen mir so Spaß. Ich hoffe, euch aber auch. Ach, scheiße. Okay, meine Butzels. Ich fand ja ein paar, weil wir hatten halt drei Spiele, die waren doch alle drei super nice, oder? Meine Brutzels, aber wir machen jetzt nämlich so, wir sehen sich nämlich am Donnerstag um 18 Uhr wieder und am Freitag um 17 Uhr mit Skull and Bones, mit Holly und Zombie und am Samstag mit 12 Uhr mit irgendwas Dummen, irgendwas Lustigen. So, machen wir doch. Ich fand die Oma mit dem Vogelschnuller am besten. Ja, das weiß ich, ist jetzt okay. Nee, meine Butzler, Mama so. Ich habe noch wirklich. Minion Chris, danke für den Pixel. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe noch einige Spiele.
Aber ich glaube, heute... Nee, es ist auch schon spät. Es ist auch fast schon 12 Uhr. Ich hab noch so kurze, viele Spiele. Aber viele sind noch für Japan. Weil ich wenn ich zum Beispiel nach Japan fahre, dann brauche ich einige Sachen. Wenn ich zum Beispiel nach Japan fahre, dann brauche ich einiges. Um die Zeit. Weil ich muss jetzt so ein paar Sachen zusammensuchen, die was ich für Japan dann haben kann. Weil ich muss in Japan auf mindestens auf 4 Stunden pro Stream kommen. Und deswegen kann ich nicht jetzt alles raushauen. Aber wir hatten heute sehr stark. Hat es euch gefallen? Vielen Dank, The Way, danke für den Sub, danke schön. Hat es euch gefallen? Hat es euch Spaß gemacht heute? Ich werde jetzt noch was kochen. Ich werde doch die Kopflöffel schwingen, Petele, für dich. Hat es euch Spaß gemacht? Oh, danke schön, vielen Dank. Glücksverkehr, hallo, mein Schatz. Lieber Gerd, wir haben mal dieses Mouthwash gespielt, dann haben wir einen Counting so 6 gespielt und Project 13. Waren wirklich 3 sehr gute Spiele. Oh, Franki, danke schön. Putzi, noch einen kleinen Witz für dich. Chat, bitte nicht spoilern, wenn ihr es wisst, was ist rot und schlecht für die Zähne und danke für den tollen Stream. Ein Ziegelstein. Franki Lewis, vielen Dank für 5 Wochen, den kenne ich. Ein Ziegelstein. Franki Lewis, vielen Dank für 5 Wochen, danke schön. Vielen Dank, mein Schatz. Danke für den Support, den kenne ich. Ist wirklich nicht gut für die Zähne, Frankie Lewis. Will ich hier nicht empfehlen. Frankie Lewis, danke für den Euro. Vielen Dank. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Artemis, meine Süße, bisschen laut. Ja, bist ja noch jung, Artemis. Für die anderen Leute im Stream, die hören das schon nicht mehr so gut, Artemis. Ey, Frankie Lewis, vielen Dank für den Euro. Danke für den Support. Und Devil Nicky, danke für den Pixel. Dankeschön, meine Süße. Boah, Leute, ich glaube, ich muss jetzt aber ganz ehrlich... jetzt ein bisschen dehnen wieder. Jetzt 6 Stunden durchgehen, sitzen, na, bis steppert. So, meine Butzels. Aber, was ist schlecht und was ist weiß und schlecht für die Zähne? Atomsprengkopf. Das ist gar nicht so falsch, ja. So, meine Butzels. Aber, ich danke, dass ihr heute wieder da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, nächster Stream Donnerstag 18 Uhr. Ich werde mal was Geiles raussuchen. Donnerstag 18 Uhr wird auf jeden Fall schön. Und ich hoffe auch, dass wir uns am Freitag um 17 Uhr vielleicht sehen. Wie gesagt, da habe ich Multiplayer mit Zombie. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich hoffe, ich mache da auch Spaß. Und am Samstag 12 Uhr irgendwas Dummes. Weißt du, was wir machen? Ich weiß, was wir am Samstag machen. Wir machen am Samstag irgendwas machen wir davor und dann machen wir mal wieder ein Rage Game. Chat, mal wieder Rage Game am Samstag. Rage Game am Samstag. So ab 12 Uhr vielleicht vor Reacting was Kurzes und dann Rage Game. So alte 4 oder sowas, ha? Wieder so ein Rage Game am Samstag. Das können wir wieder machen, oder? Da haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Da müssen wir wieder mal rein, ha? Machen wir das so. Ja, Rage Game am Samstag. Alte 4 sowas, genau. Donnerstag werde ich noch schauen. Aber wenn ihr noch Vorschläge habt für Donnerstag, schreibt das mal gerne auf meinen Discord, ihr Süßen. Da werde ich die Tage für Markus Sorry und mich die Tickets für die Kaktusschule. Ja! Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, im April, glaube ich, ist die oder so, oder? Ey, Witzel, ich danke dir fürs Zuschauen und danke fürs Danke sagen. Vielen Dank. Nein, meine Butzels, ich muss natürlich noch den Support hier vorlesen. Ey, wirklich, vielen Dank euch heute wieder. Danke, Frankie Lewis, mit 5 Wochen. Vielen Dank. Frankie Lewis. Was ist süß und lila? Frankie Lewis, vielen Dank für mich auch. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Ja, was ist süß und lila? Das ist gut. Ey, danke, Papsi. Ich habe nochmal 14 Euro, Papsi. Vielen Dank. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Dankeschön, Papsi. Danke für den Support. Eine Pflaume? Ja, könnte auch sein. Traube könnte auch sein, ja. Die Lila Weed-Hase war die Antwort. Um Gottes Willen! Warte doch mal! Putzi, danke für den Horrorstream und es hat wie immer Spaß gemacht. Kapuzenarv.
Ich habe wirklich ein paar gute Sachen noch für die nächsten Male. Aber ich würde halt auch, ich hätte auch gerne heute noch ein gespielt. Aber ich, da kann ich so raushauen, weil ich muss ein bisschen sparsam sein mit den Sachen, damit ich bis über Japan komme. Damit ich auch zu Japan Sachen habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe wirklich ein paar coole, kurze Sachen auch, die alle sehr unterschiedlich sind und so. Ich habe wirklich, bin sehr happy gerade mit dem, was ich habe. Ich darf nicht so raushauen. Hey, Patsy, meine Süße. Vielen Dank noch für 10 Euro. Vielen Dank für den Support. Dankeschön, meine Süße. Vielen lieben Dank. Danke, Patsy. Vielen lieben Dank. Hol ihn mit der Kai. Frankie Louis, du. Vielen lieben Dank, Patsy, mit 10 Euro. Danke nochmal für den Support. Danke. Auch Patsy, vielen lieben Dank. Danke für die Unterstützung, Leute. Vielen lieben Dank. Ach, und by the way, ich habe wieder Holzkern als Sponsor. Ne? Also wer noch nicht gesehen hat, Holzkern, unten im Panel gibt es einen Link für Holzkern. Wenn nicht gesehen hat, ist cool, ist super nice Sachen. Bin ich sehr happy. Also wer noch nicht, wer vielleicht ein Geschenk macht oder sowas, ne? Ist Holzkern immer sehr geil. Das kommt auch in so einer Schachtel. Also, na, ist halt ein super Geschenk. Da ist jetzt nichts drin, aber wie gesagt, ist ein super Geschenk. Ist hochwertiger Schmuck aus Holz, Stein und so und so. Und wirklich cool. Also schaut's gerne mal da unten im Link ist auch. Wurde mich und freundlich, dass dir gefallen hat. Von 5. bis 7. April bist du jeden Tag da, Putzi. Papsi, ich bin, glaube ich, nur am Sonntag da. Ich bin, warte mal, 5. bis 7. Ich, nur, wann bin ich da? Ich glaube, es war der Sonntag, Papsi. Ich glaube, ich bin nur am Sonntag da. Ja, ich glaube, ich bin nur... aber ich sag's dir nächste Woche noch. Aber ich glaube, ich bin nur am Sonntag dort. Boah, scheiße. Nee, warte, ich suche... in meinem Discord. Hier, da Kirill hat's mal los hier geschrieben. Kaktus. Wie schreibt man die Kaktus? Mit C? Kack? Nee, wie schreibt man den Kaktus? 7. April ist mein Geburtstag. Ja, dann kommst du doch vorbei. Wie heißt die nochmal? Wie schreibt man die Kaktus? Kaktus? Kaktus. Genau. Kaktus. 5. bis 7. Aber ich bin, glaube ich, nur einen Tag. Dann kann ich Zugverbindung. Warte mal. Puh. Last Lock bezüglich. Ich weiß es nicht, wann es jetzt ist. Oh, scheiße, ich hab jetzt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war aber der Sonntag. Ich sag dir vielleicht noch nächste Woche Bescheid. So, aber ich glaube, es war der Sonntag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sonntag war. Kaktus, wie kacke. Danke auch nochmal, Papa, zieh nochmal für 10 Euro. Vielen Dank, meine Süße. Und ich hoffe, es ist auch okay. Panzo Ricci, mein Schatz, danke, dass du da warst. Danke, Frankie Louis mit 5 Euro. Babsi mit 10, meine Süße. Babsi, wie immer. Danke für den Support. Dankeschön, freut mich. Leider, vielen Dank. Es ist auch immer die Stammzuschauerschaft. Danke auch nochmal, Wolkenfutter mit 5. Vielen Dank für den Support. Hero Fortube, ein Freund von der Shizu. Vielen Dank, Hero. Danke, mein Schatz. Danke auch an Neko mit 10. Danke, meine Süße. Danke, Pebo mit 10. Vielen Dank euch. Kalisi, danke für 2. Dankeschön, Apple Lover mit 10. Vielen Dank euch allen. Dankeschön. Danke auch an meine Tragedie Tania, meine Süße. Die Mechanikerin ist. Muss ich auch nicht. Tragedie Tania, wenn du noch da bist. Danke für 10. Vielen Dank. Danke. Ich lese, glaube ich, gerade nur Frauen vor auch. Wirklich? Brunsinuch, ich habe ein R und mit 5 auf. Vielen Dank, Brunsinuch. Danke für 5. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank. Ey, ich sage auch, bei mir sind die Damen sind repräsent bei mir. So, vielen Dank auch noch einmal an Vasimodo mit 10. Vielen Dank, mein Schatz. Danke, Satsumi mit 10. Vielen Dank. Danke dir. Pazi mit 10. Devil Niki mit 10. Du wieder eine Frau. Tikuna Long, wieder eine Frau. Liro weiß ich nicht. Liro, vielen Dank mit 10. Vielen Dank. Dankeschön für den Support. Dankeschön. Taku, schlaf gut, meine Hübsche. Vielen Dank. Shizu, da ist sie doch. Shizu, danke dir. Danke auch. Es ist wirklich so. Bei mir ist es wirklich. Ja. Die Damenwelt ist hier. Wenn ihr mich fragt, warum haben viele Leute so viele Männer als Zuschauer? Ja, weil die ganzen Damen da sind. Minion, vielen Dank fürs Gift jetzt ab. Dankeschön, mein Schatz. Gerne doch push die Männerquote. Was immer nur vielen Dank. Danke dir. Danke auch, Satsumi mit 10. Also, wenn ich schon gehört. Devin Niki, meine Süße, danke für 10. Sitze Kuna Long, meine Süße.
Cicuna, die ist im Feuerwehrdienst. Nee, die ist nicht mehr daheim. Cicuna, danke für 10. Vielen Dank, meine Süße, wenn du noch da bist. Und Liru, danke für 10. Nefretiere, meine Süße, danke für 10. Vielen lieben Dank. Sportcoach ist auch dabei. Ey, Jason, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Danke auch, Tirumi mit 5, Metalab mit 10. Vielen lieben Dank, ihr Süßen. Claudine, meine Süße. Freue mich, dass du wieder da bist. Ich glaube, sie ist nicht mehr da, aber sie war da. Claudine, vielen Dank. Danke für sofort. Klaxen, danke für 5. Ege, danke für 5. Mi-Eve, danke für 10. Vielen Dank. Danke, Babsi, mit 10. Creepy Coast mit 3. Babsi, du weißt nicht. Ich freue mich wirklich schon auf die 15. Creepy Coast, danke für 3. Gabi, mi, meine Süße. Danke für 10. Gabi, mi, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Und Jules, danke für 50, mein Schatz. Vielen. Ganz kurz, ich zeige euch noch was am Ende. Ich wollte euch noch was zeigen, kurz am Ende. Jules, wenn du da bist. Jules, von ganz herzlichen vielen Dank für 50. Vielen Dank. Danke für den Support. Dankeschön, mein Schatz. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Oder sie. Ey, Bonne Baru, wir gehen jetzt schlafen. Aber ich lade die Sache noch mit 2 Stunden. Ey, vielen lieben Dank. Danke. Und die fette Raube, danke mit 20. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Und von ganzem Herzen. Danke für die Donation. Danke, Putzi, für den tollen Stream. Wer war das jetzt? Cicuna, du bist ja immer noch da. Danke für 5 Euro nochmal. Danke, ich danke dir für den Support. Cicuna, danke für 5 Euro. Vielen lieben Dank, mein Schatz. Dankeschön. Danke noch einmal, Cicuna. Vielen Dank für den Support. Und danke, wieder eine Dame. Ne? Und danke, Viking, wenn du noch da bist, mein Schatz. Ich glaube, er ist aber auch geschlafen. Viking, wenn du noch da bist. Vielen lieben Dank für 50. Vielen lieben Dank. Und Viking, nochmal, du hast das verdient, glücklich zu sein. Vielen lieben Dank, Viking. Von ganzem Herzen, Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Danke dir. Und auch nochmal die fette Raube. Ich liebe den Namen. Fette Raube, von ganzem Herzen, danke für 20. Vielen lieben Dank. Dankeschön euch allen. Meine Butzels, ich wollte euch noch was zeigen. Ganz kurz, also für die Leute jetzt. Also ganz kurz, ich weiß nicht, ob es mir jetzt gelingt. Aber ich wollte bald. Ich zeige euch das. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ja, also es könnte jetzt sein. Ah, es funktioniert. Ja, warte mal kurz. Wo ist denn das? Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich wollte es nur mal probieren. Warte mal, wenn ich da jetzt. Da. Achtung, nicht erschrecken. Ich bin nur kurz weg. Ah, ich bin weg. Oh nein. Warte, und jetzt. Bam. Nein! Warum geht's nicht? Nein! Nein! Es geht nicht. Scheiße, okay, dann bin ich nicht da. Ah, ich wollte. Dachte, vielleicht geht's. Warte mal. Nee, geht nicht, gell? Ah, verdammt. Okay, dann. Okay, denn ich bin. Es ist dunkel, ja, weil es Nacht ist. Ja. Hä? Ah, ja, hier. Ah, schade. Na gut, okay. Hey, Moment! Wo bin ich? Moment. Warum bin ich? Was ist denn jetzt? Es spukt. Hier. Jetzt bin ich wieder. Ach, schade. Es hat halt nicht funktioniert. Naja, man kann nicht alles haben. Putzi, ich bin auch ein werblicher Fan. Pimu, du bist näher. Schade. Ich wollte euch was zeigen. Ich wollte das nämlich wieder. Aber siehst du, deswegen habe ich es nicht, weil das nicht so wirklich funktioniert. Weil das nicht so zuverlässig funktioniert, die Kacke da. Es geht irgendwie nicht, ne? Aber vielleicht muss ich hier irgendwas machen? Nee? Warte? Ah, es ist deswegen. Ah, warte mal hier vielleicht jetzt. Ah, oh. Okay. Ich wollte es nämlich wieder machen, aber es ist. Ich musste irgendwie funktioniert es halt nicht so, wie es sollte. Warte kurz, ich probiere was. Chat. Ich wollte das mal wieder machen. Ich habe ein paar Sachen. Ich habe dumme Sachen. Achtung, schau jetzt her. Das dürfte jetzt aber nicht klippen. Das dürfte jetzt aber nicht klippen, Chat. Ich weiß, der Horror ist vorbei, aber Chat, gute Nacht. Jetzt kommt gleich die Mama ins Bett. Gute Nacht, Baby. Ich komme jetzt gleich zu dir. Die Mutti kommt.
Ich habe ein paar Sachen wieder. Oder Chat, das ist wieder, wenn ihr sagt, wenn ich wieder sagt, ey, scheiße. Ich bin wieder alt, gell? Oh, wie lustig. Aber so lustig. Dann wieder lustiger. Da bin ich wieder alt. Ja, dann wieder lustiger. Schau, wie traurig bin. Ich habe natürlich auch ihn wieder hier. Also wenn ich so vor eurem Bett stehe, dann würde ich mich aber beeilen, dass es bald was zum Essen gibt, gell? Weil ich habe einen Hunger. Na? Dann komme ich vorbei. Dann komme ich rein zu dir. Vincent, dann komme ich rein zu dir. Vincent, gib mir was zum Essen, Vincent. Ja, so. Nee, also auf jeden Fall. Ich habe wieder ein paar dumme Sachen. Ich wollte mal wieder machen. Okay, so. Jetzt ist genug gezüngelt. So, warte mal. Ich mache wieder weg. So. Gut. Hört auf. Ich kann euch... So, jetzt. Ich gehe jetzt. So. Also, meine Putzels, ich wollte mal wieder ein paar Sachen und die wollte ich vielleicht mit Kanalpunkten, dass man die triggern kann. So, aber jetzt lege ich euch schlafen. So, meine Putzels! Jetzt fehlt mit der Fratze nun mal ein Willkommen bei Tuesday's Comedies. So, machen wir nächstes Mal. Meine Putzels. Hottentotte, mein Schatz. So, ich wünsche euch jetzt aber eine gute Nacht, ihr Süßen. Und vielen lieben Dank wieder mal für euren Support. Danke wirklich auch wirklich für, ey, und auch für Gifted Subs, war ja heute auch wieder was dabei. Der Way, glaube ich, hat Gifted Subs geschickt, ich weiß ja nicht wie viel. Die Bettini hat auch 5, glaube ich, Gifted Subs geschickt. Und, ja, ich glaube, The Way und Bettini und Minion Crazy, glaube ich, war auch dabei, ne? Vielen lieben Dank euch an euch. Und danke natürlich auch an meine Mods, meine Butzels. Aber jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Meine Butzels, danke, dass ihr wieder hier wart. Danke, dass ihr mit mir die Zeit verbracht habt. Die Zeit ist wieder um. Jetzt wird ins Bett. Oh, die Nico kommt nochmal mit einem 100 Pinsel rein. Dankeschön, mein Schatz. Vielen Dank nochmal. Und ich sage, 28 Monate. Dankeschön. Jetzt wird ins Bett gegangen. Weil morgen ist ein neuer Tag. Wir sehen sich aber bereits am Donnerstag wieder. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft's gut. Und noch einmal, wenn ihr traurig seid, das Leben ist wie ein Kern Achterbahnfahrt. Mal geht's runter, mal geht's rauf. Aber am Ende wird dann doch wieder alles gut. Hm? Also, meine Butzels, Küsschen an euch. Wenn es euch nicht gut geht, fühlt sich gedrückt. Wir sehen sich wieder. Verlasst euch drauf. Und wenn wir uns nicht mehr sehen, vielleicht sehen wir sich dann irgendwann ja mal wieder. Ja? Und wenn nicht, dann komme ich einfach zu euch nach Hause und nehme euch mit und dann lasse ich euch nicht mehr gehen. Und dann seid ihr sowieso da. So, ne? Also es kann natürlich auch sein, also die Bettini, das halt dann, die lasse ich dann halt nicht mehr raus. Die sperre ich dann in den Keller und dann stelle ich so einen Fernseher auf und da laufe ich dann im Stream. Und da muss sie halt zuschauen, was will sie machen? Dann wird sie halt gezwungen. Ne? Was kann, also, das ist gut. Man kann ja nicht noch raussuchen. Jetzt noch. So, also, meine Brutzels, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Danke für euren Support. Oh ja, ey, Ruck, ich nehme dich mit. Nee, meine Butzels, macht das gut. Und vielen lieben Dank. Danke wirklich, danke, dass ihr mir wieder eure Zeit geschenkt habt. Und ich, ja, meine Butzels, vielen lieben Dank. Küsschen an euch. Und danke euch. Vielen lieben Dank. Danke euch. Und wie gesagt, diesen Freitag, noch ganz wichtig, würde mich sehr freuen, wenn ihr gerne einschaltet, diesen Freitag 17 Uhr Skull & Bones mit Zombie und Holly. Bin ich sehr gespannt. Meine Butzels, vielen lieben Dank. Blindfisch, gute Nacht. Zikun along, meine Süße auch. Danke euch alle. Gute Nacht, ihr Süßen. Ich mache mal was zum Essen. Wir treffen uns in der Küche. Waldhill, wir treffen uns in der Küche. Waldhill, aber du weißt eh, ich will wieder die Schürze. Die enge, die gefällt mir sehr gut, Waldhill. Du weißt eh. Waldhill, jetzt bist du gleich in der Küche. Na, also, spamst ein paar Herzen für alle, die hier draußen sind. Wir sehen sich jetzt in der Küche. Patzi, kommst mit. Patzi, ich koch was. Die Applet Lover kommt auch mit. Die Jessie Deal kommt auch. Wir kochen jetzt. Jetzt wird die Engel gekocht. So, also, meine Brutzels, gute Nacht. Schlaft gut und wir sehen sich am Donnerstag um 18 Uhr oder jetzt in der Küche. Leute, vielen lieben Dank. Küsschen an euch. Herzen in den Chat. Und bis bald. Bis am Donnerstag 18 Uhr und Freitag 17 Uhr. Vielen lieben Dank. Gute Nacht, ihr Süßen. Nini, warte noch. Ich komme ja schon. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. Na, 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 na. Vielen Dank und danke auch für Follower, Subs und Bits. Danke, dass wir gerade auf 1843 Abonnenten wieder sind. Ich glaube, unter 1800 kommen wir kaum eigentlich. Also vielen lieben Dank dafür auch. Dankeschön. Bis dann. Tschüss, ihr Süßen. Und das Wolkenkind. Na, gute Nacht. Tschüss. Na.